Somit willkommen zurück zu Vampir. Wir müssen die Schwestern finden. Oh. Darf ich mal? Dankeschön. Wir gehen zuerst zu Mrs. So und so. Wo ist sie denn? Eben hatte ich sie doch. Nicht bescheuert. Ist sie das? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ne. Goodbye, Nurse Hawkins. Falsche. Braucht die richtige. Nicht dein Ernst. Dorothy Crane? Aha. Wo ist die andere? Rechtsraum. Okay. Dorothy Crane. Ich finde keine Dorothy Crane. Wo ist die denn? Die vielleicht? Was hat er denn hier? Ich muss raus. Wie soll ich denn jetzt raus? So schnell, hä? Ich bin doch keine Fledermaus. Nee, es geht nicht. Ne. Wie mache ich das beim nächsten Mal? Wie soll ich denn da rauskommen? Hier ist verschlossen. Scheiße. Wie soll ich denn da rausgehen? Aha. Jetzt weiß ich wie. Das ist der Hintereingang. Muss ich ganz schnell runter? Dafür muss ich da drauf. Alles klar. Rätsel gelöst, Leute.
Dafür ist diese Position gut. Gut, jetzt zurück zur Hauptmission. Doch nicht das. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Branigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Branigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Tell me what Dr. Tippett's did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Branigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Branigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance.
You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals. Or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Alles klar. Und sie ist weg, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich finde den Gangster in der Kanalisation. Also diese Kanalisation, die gefällt mir nicht so. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Voller Energie wieder dabei. Ja, ich bin so ein bisschen aus der Rolle. Aber dieses Mal packe ich diese Scheiße. Ja, wahrscheinlich. Ich penne ein, wenn ich ihn eigentlich angreifen wollte. Sekundenschlaf. Was ist mit mir los? Tent-Logik. Ist ein bisschen peinlich, Leute. Scheiße. Was ist das denn? Stachelkeule? Was hatten die so drauf? 130 Schaden. Momentchen mal.
Ja. Vor allem die Stufe 2. Mama mia. Ja, nimm ich die mal. Und geh jetzt zu den anderen Typen. Auf ganz entspannter Weise natürlich. Aber ich sehe schon. Da ist noch ein Typ. Ja, wahrscheinlich. 2 gegen 1. Ja, ja, ja. Ah! Du Stück! Ein bisschen Blut saugen. Und einer auf die Keule. Ja. Die Waffe ist nice, aber ein bisschen langsam. Ansonsten ist sie sehr nice. Kiste. Blut ist voll. Patrone. Schrotpatrone. Da können wir nicht lang. Okay, alles klar. Hallöchen. Ich habe euch gar nicht gesehen. 2 Schläge? Dein Ernst? Komm her, kleine Ratte. Ja, Freunde. Aber ich weiß genau, das könnte so eine Falle sein, ne? Das mache ich beim nächsten Mal. Das mache ich auf jeden Fall beim nächsten Mal, oder? Weil ich bin viel zu schwach. Wenn es wirklich ein Endboss sein sollte. Weil sie stark danach aus, Leute. Ja. Da würde ich sagen, Fortsetzung folgt. Bis zum nächsten Mal.